Kannst du wirklich? Also ich gehe auch raus. Ich gehe. Ich mach doch nichts, hör auf zu schießen. Ach man, Sabotage, Tim. Sabotage. Oh, wir sind wieder im Büro. Jumps all over again. Okay, denk dran. Bitte denk dran, wir haben einen Sheriff jetzt, ja? So. Chef. Da, Luca, ich wollte schon lange mit ihm reden. Wir müssen wirklich was klären. Kommen Sie mal her. Ja. Ja, Sie sind derjenige, der hier in der Firma am härtesten arbeitet, und das ist mir natürlich auch nicht entgangen. Na? Sie haben einen Wunsch frei. Cruncher. Was wollen Sie denn? Können wir Crunchy feuern? Das ist natürlich kein Problem. Ich werde es sofort mit den Investoren klären. Ich rufe einmal ganz kurz an bei den Investoren. Ich habe jetzt wirklich nichts gemacht. Oh mein Gott, ja, hallo. Ich bin schon raus. Bart. Hier für die Firma. Achso, ich dachte, du hast eine Waffe in der Hand. Ich habe hier einen Ausweis, bitte. Der schon lange V Crunchy feuern möchte. Das sollte auch machbar sein, oder? Ja, genau. Die immer so unzuverlässig ist, richtig. Ja, genau, richtig, die meine ich. Wird auch langsam Zeit. Haben Sie vollkommen recht. Wird langsam Zeit. Ja gut, dann machen wir das doch. Ne? Nächstes Meeting verkündigt das dann im Team. Chairs. Ja, perfekt, danke. Wenn ich jetzt das erste sterbe, ist Bart schuld. Ihr Wunsch wird erfüllt. Also das ist ja fantastisch. Sie Meister des Parcours. Ja, Sie finden mich wieder in meinem Office, ne? Bringen Sie mir gerne einen Kaffee. Das mache ich. Ich hole den Kaffee, ja. Danke. Okay. Ich muss den Kaffee holen. Du jetzt wieder hier. Ich muss Kaffee für den Chef holen. Ich glaub ihm das nicht. Ich bestimme jetzt ein Brötchen und sterbe wieder hier. Das ist jetzt unangenehm, naja. Kann ich Ihnen sonst noch was Gutes? Lumi? Hast du einen Chef! Ich hab hier. Ja, ihren Kaffee. Ich hab ihren Kaffee, Chef. Oh, danke schön, Herr Danuka. Danke. Ich gehe noch kurz was kopieren. Ich gehe noch kurz. Ich muss noch Daten kopieren. Technische Daten. Scheiße, das ist gar nicht. Hey Grants, vielen Dank für den Raid. Warte, ich muss hier gerade wen umbringen. Klar, haben wir eine offene Kommunikations. Und dann gehe ich meiner anderen Aufgabe wieder hin. Machen Sie hier. Ich habe Klopapier neu aufgestockt. Hast du den Geheimgang hier schon gesehen? Puh, ich glaube, es gibt keinen Geheimgang. Doch, du kannst, wenn du hier dich duckst, kannst du ins andere Bad reingehen. Kannst du wirklich? Also ich gehe auch raus. Ich mach doch nichts, hör auf zu schießen. Das ist einfach, nee, geh. Danke, Grants. Kommen Sie mal her, Herr Horus. Auf meine Seite. Schauen Sie mal hier unten rechts in meine Schublade. Ja. Das ist mein Schubladenschinken. Grants, danke für den Raid. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Der ist wichtig, um die Energie zu haben, auch den Tag durchzustehen. Richtig. Hä, das wirklich? Also wenn Sie auch irgendwann hier mal sitzen wollen, suspekt. So wie ich. Das ist wirklich suspekt. Dann, ne? Ich hoffe, du hast einen schönen Urlaub gehabt, Grants. Gegenseitig Schinken. Apropos Schinken, ich hasse diese Brot-Task. Hast du jetzt gemacht? Nee, die brauche ich zum Glück diese Runde nicht. Was? Lockst du mich gerade hier in die Falle? Nee, ich bin nicht der Killer. Okay. Aber ich könnte. Du musst killen. Den Kaffee zu Bart bringen. Ich kann vielleicht. Nee, ich bring den. Hörst du das? Neue Rolle. Ich muss weg. Okay. Wirf eine Karte gegen deine Stirn. Bart ist, Dalus Killer. Ich bin Dalus der gute Killer oder Sheriff. Killer. Ja. Ich hab einen Revolver. Dalus Killer oder Sheriff. Kanada gemacht. Nein, ich hab gelogen. Dalus nicht. Killer oder Sheriff? Ich bin weder noch, ich bin nicht Sheriff. Boss. Okay. Ich weiß nicht, ob der Sheriff wann ist. Okay. Aber kurz was anderes. Tim, stopp! Warte kurz. Ja. Ich muss dir was sagen. Also, hey, komm mit. Weil du kannst sie hören. Basis angesehen. Oh gedacht, nee! Erzähl nachher. Okay, mal nicht so nachher erzählen. Der Gleiche hat mich tatsächlich beim Machen meiner Task gestört, aber ja, da liegt der Task. Da liegt der Leiche. Task an der Leiche. Da liegt der Task. Oh nein.
Die Supervisor. So. Schön, dass wir haben gar keinen Supervisor. Sie brauchen sich auch keine Sorgen machen. Frau Crunchy wurde aus der Firma gefeuert auf Wunsch von Herrn Daluka. Oh, vielen Dank. Das ging ja so schnell. Wie haben Sie das gemacht? Das ging sehr schnell. Im nächsten Meeting. Ja, ich habe eine Menge Einfluss bei den Leuten ganz oben. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass Frau Minimoli hier der Arbeit fremdgeblieben zu sein scheint. Hat da jemand von Ihnen mehr Informationen? Also ich glaube, die ist tot, sag ich dir ehrlich, du. Ich hab die schon eben nicht mehr gesehen. Aber war sie abwesend? Ist außerhalb der Arbeit gestorben oder während der Arbeitszeit? Das ist sehr wichtig für unsere Versicherung. Wo haben wir denn die Leiche gehabt? In der Toilette. In der Toilette ist aber... Nee, nicht in der Toilette. In der Toilette ertrunken? Ach du Scheiße. Oh, das wird ziemlich makaber. Also ich muss dem Chef gleich ein bisschen was erzählen. Ich hab da was gesehen. Ich dachte, du musst mir was erzählen. Ja, den wollte ich erzählen. Erzählst du uns doch jetzt? Oh. Ach so. Hä? Warum haben wir sie rausgevotet? Wer hat überhaupt gevotet? Wer hat die Voting Power? Wer war das? Wer hat gevotet? Von unserem Bildschirm? Aber wer war das? Wer? Ja, aber ich konnte wer nicht hat gevotet? Wer war das wohl? Also ich konnte wirklich nichts drücken. Ich hatte als ich gesehen habe, dass man Luna ein Vote bekommen hat, ist dieser rote Balken hochgegangen. Dann habe ich versucht, irgendwas zu drücken und da ist nichts passiert. Ach so, vielleicht kann man dann allgemein nur einmal voten und der zuerst votet. Ja, aber warum sollte der denn zuerst? Oh mein Gott. Dann drückt der Imposter zuerst. Gerade. Ich habe wirklich. Ja, was ist, wenn nur eine Person gevotet hat und alle anderen haben vergessen zu spammen? Nein, ich habe direkt, als ich den Sound gehört habe, versucht zu spammen. Es hat nicht geklappt. Ja, okay, aber es ging halt nichts mehr. Okay, was ich dir zeige. Aber ich glaube, die Zeit war auch schon abgelaufen. Das kann sein, dass ich einfach zu langsam war, ja. Okay. Tim, hast du das hier schon gesehen? Das sieht aus wie meine Gartic-Phone-Zeichnung, habe ich gesagt. Da gibt's noch eine von. Hier. Was? Ja. Ey, wir müssen mal. Wärst du mal wieder down, Gartic-Phone zu spielen? Wir haben es doch schon 4 Monate nicht gespielt. Weißt du was, Tim? Das machen wir. Chef, wo ist der Chef? 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 Ja, bitte. Die Miss Lumenti macht komische Sachen. Was macht sie denn? War gerade mit Bart unterwegs, haben die über Gartic-Phone geredet. Und dann hat Tim geschrien. Okay. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Frau Lumenti. Ja? Kommen Sie doch mal ganz kurz mit, bitte. Wir haben Riegel. Wer hat mich denn jetzt schon wieder Oh mein Gott. Nee, also ich komme nicht drauf klar, dass Dalu damit weggekommen ist. Ey, Dalu hat mich so verarscht und ich habe ihm vertraut. Dalu, hast du mich gewotet oder habe ich mich aus Versehen? Nee, ich habe dich nicht gewotet. Nein, ich habe nicht gewotet. Oh Mann, das hätte ich ein bisschen gestellt. Ganz anders argumentiert. Du hättest gar nicht gewinnen können. Ich glaube da halt. Man hat nur bei dir gesehen, dass dein Name... Also, Minimoli, das war ja keine gute Imposterrunde. Ja, woher soll ich denn auch wissen, dass alle Security sind? Du konntest nichts machen, wir haben uns ja sogar gesehen. Also, wir wussten, dass die anderen Security sind. Oh mein Gott. Ja, Tim, du hattest keine Chance. Aber war mein Name auch blau? Nein, war eben nicht, nee, deswegen musstest du der Böse. Ach so, wie unfair. Alter, okay. Na, das war mal Luna, nicht Dalu. Hallöchen! So, kommt jetzt Bart wieder durch den geheimen Geheimgang und schlitzt mich auf? Ja, komm. So vieles mehr. Oh. Hi, na? Hallo. Soll ich nochmal ganz kurz... Das war richtig frech, letztes Mal, als du hier durch die Tür durch bist. Du hast ja gesagt, guck mal, da ist jemand. Oh, das ist Dalu, hi, na? Sieht ja gar nicht spooky aus. Hallo. Ich weiß nicht, was ihr meint. Oh, so sieht das aus. Ich. Hallo. Nur gucken, ob wir auch alles mit rechten Dingen zugehen, ja? Ja, auch. Keller. Aber ich habe das Angebot, beschützt zu werden, natürlich sehr appreciated. Ich dachte, du bist unser Supervisor. Und ich wollte dir zeigen, dass ich der Sheriff bin. Ey, wie geil wäre das gewesen, hätten wir nur einen Supervisor gehabt und 5 Sheriffs.
Und die hätten alle den Supervisor beschützt. Wie die Queen. Ist auch Sabotage. Ist hier eigentlich, achso, es ist gar kein Futternatz. Futternatz, ja. Warum sind eigentlich Goggy-Eyes an dem Typus dran? Das sieht ja so süß aus. Oh. Hallo. Ah, die Tasten sind geil. LOL, der war gerade bei dir. Was ist passiert? Crunchy? Crunchy, ich bin gerade weitergelaufen. Und Crunchy und Tim waren die letzten unten bei der Kamera. Tim hat mir gerade noch die Kameras erklärt. Also, ich habe gerade eben die Kameras auf Dalukat geschaltet, ne? Da hat Tim gemeint. Wir waren doch zusammen mit Dalukat drauf. Kommen Sie mal mit. Dann habe ich zur Toilette reingelaufen. Du warst die letzte mit ihm. Zusammen Hand in Hand hochlaufen. Ich wollte Toilettenpapier machen. Und dann liegt ein zusammengebrochener Tim Horus an der Toilette. Während Frau Maluna. Du hast ihn brutal ermördert. Das habe ich ganz gut gehört. Ermördert. Ich bin ganz friedlich zur Toilette gelaufen wieder, um meine Toilettenpapier-Task zu machen. Hab davor noch mit euch unten in den Camps Ja, genau. Nur die Hände waschen von deinem Blut. Deine Hände getrinken. Das ist Crunchy. Von Tim Horus. Es kann eigentlich nur Crunchy sein. Ich glaube, es war Lumen. Also ich habe gesagt, ich töte Tim Horus zuerst. Es ist eindeutig Frau Maluna. Eindeutig Frau Maluna. Ich würde mich in Acht nehmen. Ich habe auch geskippt. Aber warum hast du geskippt, wenn du dir doch sicher warst? Naja, weil Crunchy ausgeht. Das ist suspekt. Ich beobachte dich jetzt. Kopier erstmal die Fakten. Ich habe eiskalt gebaut. Das ist nicht schlimm. Aber. Hallo! Mama Rauders hat heute wieder Spaß. Ich laufe jetzt mit Franzi mit. Holy shit. Oder mit Dan. Hallo. Maluna, du bist zu 50-50 Imposter. Ich rufe kurz den Sicherheitsdienst. Ja, mach das. Ich geh hier. Kann man hier eigentlich seine Karte einfach hinhalten und kommt dann weiter? Ja, aber nur, wenn du Crewmate bist. Das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Das habe ich schon letztes Mal nicht hinbekommen. Du musst einfach die Karte dagegen halten. Du musst sie wirklich nur an das Pad halten. Also, du musst nichts klicken oder so. Bart. Nee, gerade nicht. Ich muss einen Karte. Balu? Ja. Warst du gerade im Keller? Nee, noch nicht. Warum? Liegt da schon wieder eine Leiche? Ich geh gucken. Oh! Was ist denn? Warum hat Bart einen Tacker in der Hand? Was? Moment, Maluna hat einen Tacker in der Hand. Maluna, du hattest gerade den Tacker in der Hand. Nicht Maluna, weil ich hab... Nein, wer war das von euch? Maluna, bitte Abstand halten. Abstand halten. Ich inspiziere die Leiche. Oh, und wer hat die aber zu? Das ist aber brutal. Was habt ihr getan? Also, oh, es war Maluna! Ich hab den Tacker ja gerade schon gesehen, deswegen. Fuck. Maluna hatte den Tacker gerade. Ich kann mein Sandwich nicht machen. Lass mich erklären. Ja, es ist Maluna. Ich hab Crunchy getötet, ich war der Security. Du hast Crunchy getötet? Ja, Imposter. Ich war die Security-Frau. Aber ich hab keinen Schuss mehr, das heißt, ich bin jetzt absolut useless. Und es war Maluna. Hätte ich jetzt auch gesagt, nachdem du aber Dalu von mir brutal umbringst. Sie hat auch noch Dalu getötet. Leute, ich weiß nicht, warum ich hier so geframed bin. Warst du vorhin im Keller auch mit uns unten? Alle meine Karten offengelegt gerade. Dazu kann ich nicht sagen. Hätte ich jetzt auch gesagt. Welche Karten sind das? Das ist wichtig. Ist es vielleicht ein Tacker? Meine ID hier, meine Arbeiter-ID. Also Niklas, ich wollte dich gerade unten zur Leiche holen. Die waren da, Dalu und Minimo, die waren da zusammen. Ich war mir nicht sicher, wer es von den beiden ist, aber ich runtergelaufen und Minimo noch in Ordnung geworden. Ich wollte dir noch erzählen, dass ich Crunchy getötet habe. Ich meinte doch, Bart. Und dann meinte ich, ich wollte dir erzählen, dass du das auch noch sagst. Du hattest doch genug Zeit, beide umzubringen mit dem Cooldown. Nee. Ich habe das Bart erzählen im Vertrauen, aber weiß er hat mich nicht. Also dann habe ich es Dalu erzählt im Vertrauen, aber du hast Dalu getötet. Ist natürlich blöd, wenn du meinen Vertrauen. Genau, ich habe Dalu getötet. Ich habe ihn reporten wollen. Du hast ihn einfach schneller als ich reportet. Ich habe Crunchy reportet. Mann, ich weiß nicht. Ist es wirklich? Ich lege wirklich, also wirklich. Ich war jetzt drei Runden hinter. Oh, ich hätte auch voten. Ich konnte wieder nicht voten. Oh mein Gott. Ich vergesse mich nicht drehen im Fenster. Okay, das haltet euch von Maluna fern. Oh, die Klopapiertas kann ich noch nicht. Ich vergesse die ganze Zeit zu voten.
Ich hab Maluna macht's gut, ne? Ich hab gedacht, es ist wirklich crunchy. Ich hab sie getötet. Also, Maluna bleibt echt ruhig. Und Pinacolado, hallo, willkommen. Ach so. Also, nur weil du denkst, die Geister hören sie nicht. Hm? Ist das ein Geist, der hier Task macht? What the fuck? Tim Horus. Oh? Er arbeitet ohne Ermüdung. Ist ja auch eine große Scheppe. Hallöchen. Andi, halt dich von Maluna fern. Andi, wo ist dieser Kaffee-Dude? Es ist Maluna. Sie hat Lumenti getötet. Andi, wo warst du gerade? Oh, ich hab mich nämlich noch versteckt im Zirkönigfern, was ich gehört Stream habe. Gehabt. Aha, und du und hast da mal mit gerade reportet. Ich war gerade mit Niklas. Mm-hmm. Oh mein Gott, ich vote schon mal. Dieses ist die Treppe. Jetzt darf ich auch wirklich nicht vergessen zu voten. Ich habe eben gerade vergessen zu voten. Sonst wo liegt die Leiche? Ja. Unten bei den Camps. Ich habe gerade die Radiosende-Task gemacht und war halt leise und habe das einfach gemacht. Und da kam wo die waren wir gerade? Wir waren aber gehört. Ein bisschen weiter weg. Nee, weit unten in also, Keller. Eigentlich kannst du nur selbst getötet und reportet haben. Das ist auch eigentlich der einzige Weg, wie du jetzt noch gewinnen kannst. Das kann nicht sein. Du bist gerade erst die Treppe hochgegangen. Komm. Wo warst du denn, Bart? Ich hab schon reportet. Maluna hat mich Niklas genannt. Das ist so ein Ding, wenn dich Leute beim richtigen Vornamen nennen, dann ist eigentlich immer... Ey, das ist aber auch unfair. Ihr habt doch mal zusammen gewohnt oder so, oder nicht? Wir wohnen sogar noch zusammen. Ihr wohnt noch zusammen. Ja, ey, das ist echt voll unfair hier gerade. It's a clear case. Ja, weiß ich nicht. Es ist legit a clear case. Ich wollte, musste doch gerade sogar noch meinen Kaffee abgeben gehen für die Task. Wenn ich glaube, wir sind sogar fast fertig mit den Tasks. Wenn du vorhin gesagt hättest, du hättest so nicht deine ID-Karte, sondern eine Yu-Gi-Oh!-Karte gespielt oder so, hätte ich dir geglaubt. Oh Mann, ey! Dann damit Maluna der Win ist. Maluna ist. Sie hat euch Hooks genommen. Oh no. Ich hab sie doch am ersten schon geschrieben. Maluna ist die schlimmste Lügnerin.